Die Schaufensterkrankheit verläuft anfangs schmerzfrei, erwischt aber jeden fünften Mitbürger über 65 Jahre. Herr Müller will Gewissheit und lässt daher eine ABI-Messung beim Hausarzt durchführen, weil man so eine Gefäßerkrankung schon frühzeitig erkennt. Das ist wichtig, denn sonst verdoppelt sich das Sterberisiko. Wir würden jetzt eine Untersuchung durchführen und anschließend würde ich bei Ihnen eine sogenannte ABI-Messung durchführen. Das ist eine unblutige Untersuchungsmethode. Für die Patienten ist diese ABI-Messung ein sehr gutes Frühwarnsystem. Mithilfe der ABI-Messung wird der Blutdruck am beiden Oberarm, an beiden Unterschenkeln gemessen. Diese Werte werden an das Gerät weitergegeben und berechnet. Herr Müller, während der Messung bitte mal nicht reden und sehr ruhig liegen. Die Ermittlung des Knöchelarmindex mit dem Boso-ABI-System erfolgt wie bei einer Blutdruckmessung simultan an beiden Oberarmen und Unterschenkeln in nur einer Minute. Der Quotient aus beiden Messungen ergibt den ABI-Wert. Da es keine Blutdruckschwankungen gibt, ist diese Messung sehr präzise und auch deutlich schneller wie der bisherige Ultraschalldoppler. Wir haben jetzt Ihr Messergebnis. Ich möchte es ganz kurz Ihnen erklären. Wir haben hier auf der rechten Seite einen Wert von 0,9. Dieser Wert ist in Ordnung. Wir haben den Messwert von der linken Körperhälfte. Dort ist ein Messwert von 0,73. Er wird hier auch schon rot unterlegt und bedarf einer weiteren Abklärung. Ja, eigentlich bin ich jetzt überrascht, dass man bei mir was gefunden hat. Aber es hat nicht wehgetan. Es war ja wie normales Blutdruckmessen. Der Patient war innerhalb weniger Tage zur Untersuchung einberufen worden. Die Untersuchung erfolgte ambulant. Es wurde festgestellt, dass noch mehr Baustellen am Gefäßsystem bestanden. Der Patient erhielt daraufhin einen Stent an der linken Halsschlagader. Wo ich dann in Görlitz, wo sie mir gesagt haben, dass meine Halsschlagader zu ist, fast zu ist, ne, dass ich nicht mehr lange habe, da kriege ich einen Schlag. Nee, na, da wird einem dann schon ein klein wenig anders. Nee. Und dann überlegt man sich schon, wäre ich nur eher mal zum Arzt gegangen. Die Früherkennung von Gefäßerkrankungen ist gerade in der Hausarztpraxis überlebenswichtig. Wir fordern als Gefäßspezialisten, dass ganz breit jeder niedergelassene Arzt, jeder Hausarzt in der Lage sein muss, zu screenen, ob ein Patient, ob sein Patient eine Durchblutungsstörung hat, ja oder nein. Wichtig ist auch, dass bei dieser Maschine die Blutdrucke simultan gemessen werden. Also simultan an beiden Armen und an beiden Beinen. Aber wenn ich simultan messe, habe ich absolut saubere Verhältnisse zu einem gewissen, klar definierten Zeitpunkt. Wenn ich hintereinander messe und der Zeitpunkt im Grunde 4-5 Minuten dauert, bekomme ich unterschiedliche Werte. Die Blutdruckwerte gehen immer weiter runter und ich kann dann den Vergleich nicht richtig anstellen. Ab welchem Wert liegt denn eine Durchblutungsstörung vor? Bei einem Knöchelarmindex von 0,9, so viel wissen wir von der Definition her. Und wir haben dann eine ganz hohe Sicherheit, ob eine Erkrankung vorliegt oder nicht vorliegt. Und es ist ganz interessant, diese Befunde korrelieren auch mit dem Goldstandard der Untersuchungsmethoden, die überhaupt vorhanden sind, mit der sogenannten Gefäßdarstellung der Angiographie. Und es korreliert hervorragend mit den Duplex-Befunden. Gerade in der Hausarztpraxis eignet sich die ABI-Messung bestens für die Früherkennung von Gefäßerkrankungen. Ich war hauptverantwortlich in der Planung der sogenannten GET-ABI-Studie oder der GET-ABI-Studie, wo wir die Häufigkeit und die Weiterentwicklung der Erkrankung in deutschen Praxen gesehen haben, wenn eine solche Durchblutungsstörung vorliegt. Und wir haben gesehen, dass etwa jeder fünfte Patient betroffen ist von dieser Erkrankung, wo wir vorher nicht wussten, dass eine Durchblutungsstörung vorliegt. Und das versetzt uns in eine Lage, dass wir in der sogenannten sekundären Prävention medikamentös alles für den Patienten tun können und auch müssen, um ein frühes Ableben, um Herzinfarkte und Schlaganfälle zu verhindern, um eben zu verhindern, dass die Patienten 10 Jahre früher tot sind. Der Einsatz der ABI-Messung in der Hausarztpraxis kann buchstäblich Leben retten. Aber ohne das Gerät vom Doktor wäre das nie, wäre ich nie dahin gekommen.